Am Donnerstag treffen sich die Stadtverordneten von Lauchhammer zu ihrer wichtigsten Sitzung in diesem Jahr. An meiner Seite der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Jörg Gärtner. Sie wollen unsere Zuschauer jetzt mal aufklären, warum ist das so eine wichtige SVV? Ja, wir arbeiten das ganze Jahr schon ohne einen bestätigten Haushalt. Wir wollen diese Woche am Donnerstag den Haushalt nun endlich beschließen. Und dazu sind noch einige andere Beschlüsse notwendig, damit wir endlich handlungsfähig sind und auch weiter Projekte vorantreiben können, die überfällig sind. Sie haben mir verraten, es geht ja auch um Fördermittel, um bereits erhaltene Gelder, die ohne gültigen Haushalt zurückgezahlt werden müssten. Ja, das ist so richtig. Wir haben im Prinzip Gelder zur Verfügung, die abrufbereit dastehen. Und wenn wir diese nicht abrufen, müssen diese zurückgezahlt werden und sind damit verloren. Wir wollen diese Gelder natürlich unbedingt ausgeben, weil damit Investitionen anstehen, die auch unbedingt gemacht werden. Ja, zum Beispiel in den Schulen der Digitalpakt. Wie hoch sind die Chancen, dass Sie den Haushalt durchkriegen und was ist dazu erforderlich? Wir haben ja gestern schon hart im Hauptausschuss diskutiert. Wir haben ja auch vor der letzten SVV in den Ausschüssen schon diskutiert. Das Problem ist natürlich, wir müssen Steuererhöhung beschließen. Und das machen wir uns als SVV natürlich nicht einfach. Steuern zu erhöhen ist natürlich eine ganz, ganz schlechte Geschichte und in der ohnehin Corona geplagten Zeit. Wir werden aber nicht umhinkommen, Steuern zu erhöhen, um überhaupt einen handlungsfähigen Haushalt hinzubekommen und nicht in die Haushaltssicherung reinzumarschieren. Und das ist ja dann etwas, was die Lauchhammeraner in voller Höhe greift, weil ich habe mir mal hier rausgeschrieben, Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer sollen erhöht werden, also die komplette Breite. Leider Gottes ist es so. Welche Einnahmen haben wir auch sonst zur Verfügung? Wir sind nicht davon gesegnet, hier in Lauchhammer endlos viel Industrie zu haben. Wir müssen also sehen, dass wir irgendwo so viel finanzielle Mittel einnehmen können, um den Haushalt zu decken. Wir haben es uns echt nicht leicht gemacht und hin und her gerechnet mit verschiedenen Berechnungsmodellen, wo wir landen. Wir haben versucht, hier eine sozialverträgliche Lösung zu finden, die am Ende allen Lauchhammeranern hilft. Denn Fakt ist, wenn wir keine Steuern erhöhen, bekommen wir keinen Haushalt und damit passiert auch nichts. Wie hoch sind die Chancen nun, dass der Haushalt beschlossen wird und was würde nochmal in aller Konsequenz passieren, wenn er denn nicht beschlossen wird? Ich gehe jetzt mal von dem positiven Fall aus, dass er beschlossen wird. Wir haben wirklich uns fraktionsübergreifend darauf verständigt, dass dieses Paket am Ende so kommen muss, verbunden natürlich mit Kontrollrechten. Also das ist uns als Abgeordnete wichtig, dass wir auch hinterher Kontrollrechte haben, dass diese Einsparpotenziale, die wir uns festgeschrieben haben, auch tatsächlich umgesetzt werden. Wenn der schlechteste Fall eintritt, dass wir keinen Haushalt haben, muss ich sagen, bin ich sprachlos. Also ich weiß nicht so richtig, was dann passiert. Dann sind die Investitionen, die für dieses Jahr geplant waren, alle gestoppt. Und was nächstes Jahr dann an Investitionen kommt, das können wir dann leider eben auch nicht sagen. Wir müssten dann in eine Verlängerung gehen und nachverhandeln. Donnerstag ist es also soweit. Hier in der Oberschule am Wehlenteich werden die Stadtverordneten über den Haushalt der Stadt Lauchhammer entscheiden. Und wir halten sie natürlich auf dem Laufenden.